Hallo, ich bin Jasmin von stempelnochmal.de und ich möchte euch heute hier aus dem Herbst-Winter-Katalog von Stampin' Up dieses Set mal hier näher vorstellen. Da kann man so einen kleinen Kranz mitmachen. Hier oben sind die passenden Framelits, damit man das nicht alles ausschneiden muss. Und ich habe mich so ein bisschen an diese Karte hier gehalten. Die hat mir eigentlich ganz gut gefallen, aber natürlich mit Savanne. Ich habe das Layout quasi übernommen, aber die Deko so ein bisschen verändert. Und wie ich die Karte gemacht habe, das wollte ich euch gern zeigen. Und zwar braucht ihr erstmal eine Kartenbasis. Da habe ich jetzt ein A4-Blatt in der Hälfte durchgeschnitten und dann wiederum in der Hälfte gefalzt. Dann bekommt ihr die Kartenbasis. Und dann habe ich ein neues Set benutzt, das heißt Dezembertage. Und das gibt es in einer neuen Broschüre zu sehen. Die könnt ihr euch auch auf meinem Blog angucken. Da ist das Set zum Beispiel. Hier gibt es noch ein anderes Set mit Sternen, was dann auch passend zu den Sternenframes jetzt ist. Hier gibt es ein Set, wo man solche Sterne mit basteln kann. Dann sind da noch drin neue Project Life Sachen und noch Stempel. Könnt ihr euch ja mal angucken. Ja, das Set nehme ich und ich nehme diese beiden Flocken hier, einfach um den Hintergrund so ein bisschen zu bestempeln. Die beiden Flocken setze ich mir jetzt hier einfach auf meinen Block. Und damit das so Ton in Ton Hintergrund gibt, mache ich das in Savanne. Und wenn ihr so ein Klarsichtstempelset habt, dann ist es immer gut, wenn man da so eine weiche Unterlage drunter hat. Dann wird der Abdruck einfach schöner. So, immer mal so ein bisschen gucken und den Stempel drehen, dass es nicht immer gleich aussieht. Die Mitte ist eigentlich egal, weil da kommt ja dieser Banner hin. So, und dann habe ich mir aus diesem verrückten Papier, das habe ich euch auch schon mal gezeigt, wie heißt es nochmal, Weihnachtsmann und Co. Da habe ich mir dieses Rot hier genommen und einfach ein Stückchen abgeschnitten. Ich weiß gar nicht, wie breit es ist. Das ist 4 cm breit. Und das kürze ich mir jetzt einfach mit Augenmaß ungefähr hier. Und dann schneide ich mir so einen Banner hier unten rein. Da werdet ihr halt immer gerade, wenn ihr erst in die Mitte schneidet und dann die beiden Zacken macht. Ungefähr so. Und dann habe ich mir mit den Banner-Framelits, die habe ich euch ja auch schon mal gezeigt, hier so ein Banner ausgeschnitten. Das ist der zweite, also der nach dem größten kommt. So, ups, bin gar nicht im Bild. So, das wäre das schon mal. Und dann müssen wir jetzt diesen Kranz, ich will immer Türkranz sagen, diesen Kranz stempeln. Da ist es jetzt auch wieder nicht schlecht, wenn man diese Matte sich unterlegt. Ich vergesse das sehr oft und ärgere mich dann, aber der Abdruck wird echt deutlich besser, wenn man sich was unterlegt. So, da haben wir die Framelits. Normalerweise wird empfohlen, es klebt,
dass man zuerst diesen kleinen hier ausstanzt, diese Mitte quasi. Die haben auch alle hier so Nupsen, damit man nachher weiß, wo oben und unten ist. Aber das finde ich schwierig für mich zu stempeln, weil ihr dann meine Haare im Bild habt. Und deswegen stempel ich erst. So sieht das Set aus. Und jetzt müssen wir erst hier diese Blätter nehmen. Und auch die Stempel haben hier diesen Nupsen. Und dann nehme ich erst ein helleres Grün, das ist in meinem Fall Farngrün. Da ist irgendeine Fussel. So. Dann einfach schön in die Mitte stempeln mit dem Nupsi am besten nach oben, dann könnt ihr euch das immer gut merken. So, und dann müssen wir das sauber machen, weil ich den Block wieder brauche. Dann kommt als nächstes dieses Teil hier mit den etwas wenigeren Blättern. Das kommt jetzt in einem dunkleren Grün, da habe ich Olivgrün genommen. Und das lässt sich jetzt recht einfach stempeln, weil ihr ja wisst, dass dieser Nupsen nach oben zeigt. Dann könnt ihr das einfach so da drauf stempeln, dann habt ihr diese dunkleren Blätter. So, noch einmal sauber machen. Dann sind da noch mal so kleine Punkte bei, das sollen Beeren sein. Und die stempel ich jetzt in Chili. Das passt am besten zu Weihnachten. So, auch wieder mit dem Schnupsi nach oben. So, und dann habt ihr einen schönen Kranz, der übrigens auch toll in Herbstfarben aussieht. Oder zum Frühling, da würde ich dann vielleicht anstatt diesen Beeren kleine Blümchen nehmen. Also das muss jetzt nicht nur unbedingt ein Weihnachtsset sein. Ich finde, den Kranz kann man das ganze Jahr verwenden. Vielleicht kann man zu Ostern auch noch ein paar Eier reinmachen. Keine Ahnung. Da gibt es ja wieder wahrscheinlich jede Menge tolle Ideen. So, und das Ganze müssen wir jetzt ausstanzen. Da muss ich erstmal ein bisschen Platz für meine Big Shot machen. So, wir brauchen noch den größeren Ring und den kleinen. Und damit ich das jetzt nicht vergesse, mache ich mir einfach da jetzt einen Punkt, dass da oben war. Weil im Video ist immer alles anders als sonst. Da vergisst man solche Sachen. So, da ist das gute Teil. Am besten benutzt ihr eure Magnetplatte, die habe ich jetzt vergessen. So, dann könnt ihr die Framelits nämlich schön anpassen und euch verrutscht nichts, aber das sollte jetzt auch so funktionieren. Ja. Ich hoffe, es ist so okay, weil ich kann nicht so richtig gut drauf gucken. So, dann einmal durch damit. Ich lasse das jetzt noch mal so da drin liegen. Das war jetzt ganz praktisch. Das passt nämlich gut, weil dann kann ich mir merken, wo mein oben und unten wieder ist. So, ich hoffe, es passt so.
So, dann kann die Big Shot wieder weg. Und fertig ist der Kranz. So, die Fusseln am Rand noch ein bisschen abmachen. Das passiert halt immer beim Ausstanzen. Da bleiben so kleine Papierfetzen übrig, die kann man aber einfach so abziehen. Sollte man auch wirklich machen, bevor man es aufklebt. Ich finde, das sieht dann immer nicht so schön aus. Da ist noch was. So. Und dann habe ich auch noch dieses Joy, was dabei ist, ausgestanzt. Da ist auch noch ein Noel bei. Und hier so eine Schleife und hier auch noch eine Blume und so ein Schleifenaufhänger. So, und dann fange ich jetzt einfach mal an und klebe das mal flach auf. Dass hier immer alles am Kleber klebt, auch nicht schlecht. So. Ungefähr so. Und das klebe ich mit Dimensionals auf, damit wir ein bisschen Abstand bekommen. So, und auch den Kranz mache ich mit den Abstandshaltern. Da müssten jetzt 3 Stück reichen. Den setze ich einfach in die Mitte. Und wer dieses Joy jetzt nicht mag, es gibt ja auch welche, die lieber die deutschen Wörter bevorzugen, der kann sich ja natürlich aus einem anderen Set irgendein Frohe Weihnachten oder so raussuchen. Aber ich finde das eigentlich ganz süß und ich klebe das mit Flüssigkleber auf. Da braucht er wirklich hinten nur so ein paar Tropfen. Am besten, ihr guckt auch vorher immer, wo das am Kranz klebt. Dann kann man auch da nur Kleber hinmachen. So. Mal so ein bisschen leicht andrücken. Und normal könnte man es jetzt schon so lassen. Aber ich liebe ja meine Glitzersteine. Und deswegen kommen da noch Glitzersteine drauf. Und gerade zu Weihnachten kann es ja nicht genug glitzern. Wenn ihr sowas aufklebt wie Glitzersteine, dann müsst ihr mal drauf achten, dass ihr immer so eine Gruppe von 3 macht. Ich finde, das ist immer die perfekte Harmonie bei sowas. So, einfach so hier rüber. Dann glitzert es und funkelt es und die Karte ist fertig. Ja, und ich hoffe, sie gefällt euch. Und ihr habt Lust bekommen, das tolle Set mal zu testen. Ja, und dann wünsche ich euch noch einen schönen Freitag, eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Shoot, 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 shoot